Hallo, hier ist euer Stardust Team mit Rocket League. Heute mach mal ein paar Runden Rocket League für euch. Mal sehen, was dieser Louis 123S im Angebot hat. Ja, bin ich noch. Was? Heute ist es zum ersten Mal vorgekommen, dass gestern Abend das Update rausgekommen war, was ich heute früh installiert habe. Das Update hat mir was gezeigt. Es gibt neue Arenas und man kann auch ein Banner erst hier wählen. Ich habe sonst den Standard und den Topografie. Und ja, viel Spaß beim Gucken. Und würde ja sagen, wir beginnen das gleich. Ja. Danke für die 59 Abonnenten auf dem Kanal. Mir egal, was wir machen, es soll Spaß machen.
Also, wie X ist dringend und mit Kreis könnt ihr pusten, Leute. Opa. Na warte, jetzt kommen wir. Mit Dreieck könnt ihr die Kamera ändern, Leute. Okay. Wenn ihr Bock habt auf Rocket League, dann schickt mir ja Panda3681 eine Freundschaftsanfrage. Man hat mal Glück, meine. Kommt drauf an, ob was man für einen Tag erwischt hat.
Da wären meinte Gegner stur als sonst. Gut. Probieren wir mal mit der Ballkamera zu spielen. So, jetzt habe ich ein Incel-Subend-Spiel-Banner gewöhnlich gekriegt. Läuft ja heute alles Panas oder so. So. Ich bin immer bereit. Der eine von der blauen Mannschaft. So, möge das Spiel beginnen. Dieses Mal spielen wir im Wasser. Da gucken uns sogar die Quallen zu. Ein Hai habe ich gefunden für euch Leute. Ganz oben sind ja ein Hai. Diese Bande namens K27, das ist aber eine Bande hier. Rückwärts fahren geht mit der L2. Hättet euch mir auch alles auf, dass die beide den gleichen Namen haben, K27.
Nein! Er darf nicht gewinnen. Leute. Ja, ich hab immer Bock. Kann man auch noch weiter einbauen in dem Video. Bereitet euch vor drauf. Oh ne, der Ball fliegt ins Vorfahrt. Nein, 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 nein. Super. Für die erste Runde haben wir verloren, aber dafür gibt es immerhin noch ein paar weitere Runden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir gewonnen haben, irgendwann wieder mal. Cool. Oh. Nein, nicht in die Richtung. Wenn ihr wollt, könnt ihr was in den Kommentaren reinschreiben, was ich euch beantworten werde. Immer umso besser eigentlich. In dem extra Video beantworte ich euch die Kommentare. Nein, der war fast drin. Paradox. Das erinnert mich an ein Spiel. Das gibt's ja auch als Spiel, Leute. Das ist aber ein gutes Team, was die haben.
sie können es halt manchmal. Aber wir können es auch noch. Kommt drauf an, auf welches EU das ist. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab ein Zweier-Wheelie gemacht. Was? Kiste, Kiste nach Spielerwahl. Gute Idee, wir gehen erstmal raus, Leute. Und erstmal werde ich. Mach mal später, okay? Können ja noch was anderes machen. Erstmal gucken. Gucke ich mal, was ich also in meiner, was ich für ein Banner jetzt habe. Und das ist dann auch was wert. So, wir machen. Immer. Ja. Es geht ja los. Sorry, hab's verpennt. Wir spielen heute mal am Abend wieder mal ein Video. Es gibt noch diese andere Spielarten, wie gerade jetzt. Ich habe jetzt Stacheln zum Beispiel vorzeitig gehabt. Das macht das Spiel noch etwas besser. Und der Ball war kurz gefroren. Und dann läuft die Zeit und ich habe jetzt eine Palme und warte ich mal auf meinen Einsatz und jetzt dran und nun geht's ab die Party. Ne? Ich habe auch einmal Knet heute. Und der Magnet zieht eigentlich die Bälle an, wie ihr kennengelernt habt. Und nun habe ich ein paar Sachen. Danke, jetzt haben mir meine Sachen auch nicht mehr weitergeholfen.
alles Mögliche. Luftball, Achtung! Alles neu hier. Ein Tornado auch noch. Ich habe ein Auto zerstört, Leute. Es sieht einfacher aus, ne? So, jetzt kann man zum Beispiel, wenn der Gegner zu nah am Tor ist, die Spielseite tauschen, also du, also der Gegner und du. Männer, hoffen. Es gibt auch einen lilanen Tornado, aber auch geile Batanas. Aber wir kriegen die selten, die Torexplosionen. Wenn man Glück hat, gewinnt man. Es ist gerade ein Unentschieden mit ihr Ziel und ja. Nein, nicht ins Tor, nicht ins Tor, nicht ins Tor, nein. Ein Eisball gibt's auch noch, Leute. Damit friert man einen Ball ein. Nein. Pass. Ball einfrieren, sofort. Menno. Oh, oh. Hilfe, mein Auto ist außer Kontrolle.
bitte gute Teamarbeit mit dir. Geil, ich habe eine neue Antenne, ich habe eine gewöhnliche Schädelantenne gekriegt. Geil. Na klar, immer. Das ist gerade interessant für die Zuschauer. Würde ich auch sagen, dass all das spannend war. Deswegen. Kann er nicht jetzt annehmen. Ich freue mich schon richtig sehr auf euch. Juhu, Tokio Unterpass. Aber es wird regnen. Und in einer 10 oder 5 Sekunden kommt immer was. Jetzt sind wir mal auf das blaue Team. Gemein oder gemeinsam. Ich hatte Magnet gehabt. Oh, wo bin ich? Ich bin ja hier. Also. Gut. Lila Tornado. Na. Und die uns dann wieder fertig, los. Jeder hat das Schöne. Wenn ihr was zum Handeln habt, dann könnt ihr mit mir tauschen, wenn ihr wollt. Sehr nice, Turbobus und nun kommt meine Pause. Gut. Auf dich! Zeig mal, was wir drauf haben. Es wird ziemlich spannend und
Ziemlich spät. Wo ist er? Ach, oh nein, aber ich hab die Spikes. Wenn ich jetzt treibe, ist... Menno! Nein! Ist ja nicht so schlimm. Eigentlich. Geil, ich hab den Zug gehabt. Es ist nur eine Frage der Übung. Wie heißt das so schön, eine alte Redensart? Übung macht den Meister. Jetzt. Warte. Ich hatte die Palme gehabt, da hatte ich so was Komisches gemacht mit dem Ball. Ich hab wieder die Palme, wo ist der Ball? Geil. Der Boxer zu hat ein und nun geht's rein. Geil, ein dicke. So, wo? Hä? Ist das nicht? Das habe ich noch nie gehabt, das mit dem weißen Tornado. Oder doch? Oder doch? Weiß ich gerade nicht. Wo ist denn der Ball hin? Ich verringere das Tempo von den Gegnern reduziert man sich. Wir werden gewählt. Und wir sollen auch gut im Team arbeiten können. Wieder ein Auto zerstört. Und zu guter Schluss noch ein Auto zerstören. Langweilig. Athene gewinnt es. Noch eine Runde. Ich hab das Auto zerstört.
Das ist fast wie Zerstörung, aber bei fast. Und nun kommt er so. Ich hätte gerade so schön die Spikes gehabt, auf die ich mich immer gefreut habe, aber jetzt wird's gefährlich. Okay. Wir machen keine Witze mehr. Ich kann die Gegner zerstören, wenn ich Bock hab. Ja, ne? Auf geht's. Let's do it. Also, let's go. Johoho, das war geil. Es ist ziemlich interessant, dass die Leute. Und vergiss nicht zu abonnieren und ein paar Likes da zu lassen. Ist auch. Gumko?
Bitte. Das war geil, oder? Ja, es ist interessant, wie man auch mit Doppelsprung einen Doppelsprung kriegt. Und man kann Plätze tauschen, wann man wollen, wenn man das passende hat, haben. Und das wird erst immer in 10 Sekunden angezeigt, die neuen Dinge. Der letzte, der den Ball berührt hat. Holla. Ich sehe es. Das beste Tor auf ever. Aber es gab noch geilere. Aber ist ja nicht so schön, wir haben gewonnen. Nicht schlecht, Mann. Wieder haben wir gewonnen. Okay. Neues System, durchaus plötzlich ungewöhnlich. Genau, das war jetzt mal das. Lasst ein Like da und ein paar Kommentare. Wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt es in den Kommentaren rein und ich tue euch die in einem anderen Video immer die beantworten. Auf Wiedersehen.